Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier den japanischen Leitindex Nikkei 225. Wir hatten ja in letzter Zeit auf eine Art Widerstandslevel geachtet. Ich kann es nochmal einblenden. Das hier auf Linienchart-Basis gezeichnet. Sach. Und das hat er bereits letzte Woche überwinden können und ist auch diese Woche gleich mit einem Gap gestartet, beziehungsweise ist schon weiter sehr, sehr stark gewesen hier in Richtung 16.700 Punkte. Was sagt uns das letztendlich? Okay, die Short-Thematik, die wird möglicherweise noch ein Stück weit auf sich warten lassen. Das heißt nicht unbedingt, dass der Nikkei jetzt hier bis 30.000 Punkte steigt, aber wir hatten ja an dieser riesigen Dreiecksformation, die wir hier sehen, können es nochmal auf Linienchartbasis zeigen. Ja, da sieht man das nochmal, dieses ganze Grundgerüst. Dort kam es schon zu diversen Retests, zu diversen Berührungen, aber noch nicht zur Berührung des 61,8 Retracements, beziehungsweise dieses 76,4er, 78,6er. Das ist ja auch so, immer so unsere Pufferzone ist. Also unsere Pufferzone gilt das ja. So, und das ist natürlich ganz interessant, denn dadurch erscheinen diese vorherigen Retests in einem anderen Licht, beziehungsweise auch diese aktuellen Stabilisierungen rund um den Weekly 272 EMA, die ja in dieser Form völlig natürlich sind. Ja? Denn wir haben es nun einmal mit diesem goldenen Schnitt zu tun. Jeder kennt es, dieses 61,8 Retracement zwischen diesen 18.000 bzw. 18.800 Punkten. Das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Kursbereich, den wir einfach nochmal getestet haben möchten. Nicht nur auf Basis dieser diagonalen Trendlinie, sondern auch auf Basis beispielsweise dieses horizontalen ehemaligen Unterstützungsbereichs, den wir hier sehen, bei ca. 18.700 Punkten, schön dynamisch durchbrochen im Januar dieses Jahres, aber auch noch nicht getestet. So, und demnach, man kann ja auch das Fibo-Retrace ein bisschen längerfristig zeichnen, ja, auf diese gesamte Abwärtsbewegung bis jetzt. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, dass dieses 61,8er-Level hier bei ca. 18.500, 18.600 Punkten genau auf dieses Key-Level fällt, ja, auf dieses 61,8er, auf diesen horizontalen Widerstandsbereich, auf die abwärtsgerichtete Trendlinie, auf die aufwärtsgerichtete Trendlinie. Also sehr, sehr schönes Key-Level, wahrscheinlich zu erreichen irgendwann im September. Das ist nicht mehr weit, ja. Es klingt jetzt so, oh Gott, das sind ja noch 2 Monate, ja. Es sind nicht einmal mehr 2 Monate, die ihr hier braucht, um hier hochzuklettern. Und wenn wir uns mal diese ganze Konsolidierungsphase anschauen, die letzten Monate, sehen wir, okay, der konsolidiert hier schon 28 Wochen herum und die haben wir ja auch auf irgendeine Art und Weise herumgekriegt. Ja. Also es ist durchaus machbar, dass wir hier auch diese restliche Zeit noch überstehen. Man muss das Ganze ja auch nicht abwarten, ja, bis der Kurs mal dort ist und sich gar nicht engagieren, sondern bereits im Vorfeld vielleicht sind schön Happen dieser Long-Bewegung mitnehmen. Und das schauen wir uns mal auf dem Daily Chart an, wie wir an der ganzen Sache partizipieren könnten. Denn hier sehen wir innerhalb dieser großen Konsolidierungsformation ebenfalls einen dynamischen Ausbruch hier. Wann war das? 12.07. ist er hier über diese aufwärtsgerichtete Trendlinie drüber gestiegen. Noch wichtiger hier in diesem Zusammenhang natürlich der Linienchart. Gerade oder insbesondere in solchen Konsolidierungsformationen sehr, sehr wichtig. Wir sehen es hier schön dynamisch durchgebrochen. Gleichzeitig über den Daily 50er, 55er EMA. Und eine Korrektur würde dieser ganzen Sache durchaus gut tun. Auf jeden Fall ein Stück weit Entspannung mit sich bringen und uns ermöglichen, hier noch einmal in diese bullische Trendrichtung einzusteigen. Wir sehen auch hier sehr deutlich aktuell eine entscheidende Reaktion hier am Daily 144er EMA rund um die 17.000. Was ist das? Nee, 17.000, sondern 16.780 Punkte. Also, wenn diese Tageskerze so bleiben könnte, was wir jetzt aktuell noch nicht wissen, dann hätten wir es hier mit einer Umkehrkerze zu tun, mit einem schönen Evening Star, was letztendlich dazu führen könnte, dass wir hier wirklich in diese Korrektur übergehen. Was können wir machen, um diesen Korrekturbereich, um diesen Unterstützungsbereich ein bisschen näher zu definieren? Klar, wir können hier natürlich mit Fibonacci-Retracement arbeiten. Das sehen wir hier, okay, irgendwann an diese Trendlinie 61,8er. Ah, naja, das würde noch ein bisschen dauern. 10 Tage dauert die Korrektur wirklich so lang. Ja, deswegen gehen wir nochmal in die etwas feinere Analyse auf den H4-Chart. Und da sehen wir selbige abwärtsgerichtete Trendlinie, die wir auch im Liniencharts sehen, nochmal ein bisschen feiner. Auch diese aufwärtsgerichtete Trendlinie, inklusive bärischen Fehlausbruch, über die wir schon im Vorfeld einige Male geredet haben. Und was fällt auf hier ganz klar bei ca. 16.875 Punkten? Dieses schöne Key-Level, ja.
Aufeinandertreffen der markanten abwärts gerichteten Trendlinie, der markanten aufwärts gerichteten Trendlinie, horizontaler Unterstützungsbereich, der hier ganz klar ins Auge sticht. Und da sprechen wir nicht erst über Ende dieses Monats, sondern schon übermorgen oder übermorgen, vielleicht auch also in diese Woche auf jeden Fall, dass es hier zu einer Korrektur kommen könnte, beziehungsweise dass dieser Key-Level-Bereich hier angelaufen werden könnte. Und das, liebe Leute, ist nicht unwahrscheinlich, denn wenn wir uns mal die Kursbewegung der letzten H4-Zyklen anschauen, ja, dieses Herumgemorkse, was wir hier sehen, das ist ja nichts mehr Gehaltvolles. Ja, der Kurs kann sich hier nur noch ganz, ganz knapp über diesen Widerständen halten, immer wieder sehr, sehr starke Rücksetzer. Er arbeitet auch gewissermaßen diese EMAs ab, wie wir hier schön erkennen können, ja. Als erstes auf den 10er EMA zurück. So, dann ist ein kleines Stück hoch, 13 EMA abgearbeitet. Wieder ein Stück hoch, 20er EMA abgearbeitet, hier in Blau. Ja, jetzt wäre die nächste Stufe de facto diese 16.444 Punkten. Würde auch durchaus Sinn ergeben, hier mit diesem letzten sehr massiven Kursrutsch, dass er diesen Bereich nochmal testet. Und dann geht er vielleicht nochmal ein kleines Stück hoch, ja, und folgt zu einer Art kleinen aufwärts gerichteten Trendkanal. So, aber wenn er hier letztendlich durchbricht, durch diese ganzen Unterstützungsbereiche, dieses echt sehr, sehr hässliche Konstrukt auflöst, dann gehe ich fest davon aus, dass wir hier in diesen Key-Level-Bereich zurücklaufen und in diesem Zusammenhang natürlich, jetzt können wir nochmal mit dem Fibo-Retracement arbeiten, ja, auch dieses 61,8-Retracement treffen sollten. Warum habe ich es jetzt ein bisschen höher gezeichnet? Ich sagte es gerade bereits, ja, bei jeder EMA-Berührung wandert er noch ein kleines Stück höher. Am 34 EMA erwarte ich mir genau dasselbe. Ja, hier schöner Widerstandsbereich, bis hierhin könnte er beispielsweise noch laufen. Ja, den schafft er aber nicht mehr zu überwinden. So, und dann geht es runter zum 61,8er bzw. an das Key-Level. Und da wollen wir uns dann gerne long einklinken. So ist zumindest der Plan, dass wir hier auf dieser Südseite rein wollen. Circa 16.444 Punkten und das würde sich definitiv anbieten. Ja, und dann möchte ich das Ganze, diese restlichen Wochen dann hochtraden. Das sind dann ungefähr 2.700 Punkten. Ich werde auch dieses ganze Szenario nochmal im Detail innerhalb des Forex Signal Service vorstellen, also an alle Abonnenten. Dort mal den Nicker hatte ich ja schon beschrieben, dass wir den auf die Watchlist setzen, aber jetzt wird es etwas konkreter. Unser Short Setup, oder ein Short Setup hat sich jetzt nicht wirklich entwickelt, aber hier diese Long-Thematik ist durchaus interessant und da haben wir es hier mit einem schönen mittelfristigen Setup zu tun und wie gesagt, da gehen wir im Detail auch im Forex Signal Service noch einmal darauf ein. So, ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse und sage Tschüss.